Auf über 1200 Metern Höhe, oberhalb des Berchtesgadener Landes, hat die TUM die Forschungsstation Friedrich N. Schwarz eröffnet. Ihre Aufgaben? Das Ökosystem der Alpen erforschen und neue Formen des naturwissenschaftlichen Unterrichts erproben. Es freut mich, dass wir in einer der ältesten, traditionsreichsten Kulturlandschaften Bayerns moderne Wissenschaft starten. Weil ich als ehemaliger Referendar am Forstbetrieb Berchtesgaden einfach die Entscheidungsträger dort kannte, sprich den Dr. Daniel Müller und den Peter Renoth, und wir haben uns dann für diesen herausragenden Standort entschieden. Wie lässt sich naturwissenschaftlicher Schulunterricht mit der Naturbeobachtung verbinden? Im Berchtesgaden werden von nun an neue Konzepte ausprobiert. Die Erkenntnisse fließen in die Lehramtsstudiengänge der TUM ein. Den Bau des nachhaltigen Holzgebäudes verdankt die TUM der Universitätsstiftung. Die ganz spezielle Situation hier war ja, dass sich eine Universität, die TU München, eine Berghütte wünscht, zwar an staatlichen Grund, hat aber kein Geld. Daneben gibt es die TUM-Universitätsstiftung, die hat zwar Geld, aber keinen Grund. Und so ist mit den Mitteln der TUM-Universitätsstiftung dieser wunderbare Bau in den bayerischen Bergen entstanden. Ich unterstütze gute Sachen und das ist ein wunderschönes Gebäude. Es beeindruckt mich die Nachhaltigkeit, auch dass es ohne äußere Energie auskommt. Aber entscheidend ist natürlich, man gibt auch gerne eine Donation für Menschen. Und da ist natürlich die TU eine Organisation, wo ich ganz genau weiß, da muss ich nicht im Detail hinschauen, die machen wunderbare Sachen. Die haben Unglaubliches geleistet und geschaffen. Und das ist jetzt vielleicht ein Symbol, nicht? Dass das in der schönen Natur noch ein schönes Gebäude geworden ist. Wenn die TU München eine zweite Dependance eröffnet und gerade Lehrerbildung auf neue Füße stellen will, das passt ideal zum Berchtesgadener Land. Derzeit richtet die TUM eine neue Professur ein, die gleichzeitig die Forschung des Nationalparks leiten wird. In Kombination mit dem Schneefernerhaus auf der Zugspitze deckt diese Forschungsinfrastruktur der TUM nun alpine Höhenlagen bis zu knapp 3000 Meter ab.